Hallo und herzlich willkommen, liebe Steinböcke. Ich hoffe, es geht dir sehr gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Steinböcke, Sternzeichen, Aszendenten. Oder auch, wenn du deinen Mond im Zeichen Steinbock stehen hast, kannst du hier möglicherweise in Resonanz gehen. Wir schauen uns die Energien an, natürlich im Zusammenhang mit dem Neumond im Zeichen Wassermann, der jetzt am Freitag, den 9. Februar, kurz vor Mitternacht stattfindet. Wenn dich interessiert, welche Energien astrologisch ganz allgemein zu diesem Neumond im Raum sind und das kollektiv beeinflussen, dann kannst du dir sehr gerne auch mein Video dazu anschauen, was ich hier in diesem Video verlinke zum Neumond im Zeichen Wassermann. Aber jetzt schauen wir, wie sich dieser Neumond ganz konkret auf die Steinböcke auswirkt, was er an die Oberfläche bringt. Und da sehen wir, mit dem Mond kommen da schon einige Ängste und unbewusste Themen, Muster, Unsicherheiten nach oben. Gefühle sehen wir hier. Für die Steinböcke, was darf ich hier weitergeben? Was kommt denn hier? Der Neubeginn. Auseinandersetzungen. Ja, Thema Neubeginn ist übrigens das Thema überhaupt von diesem Neumond. Da geht es ja wirklich darum, seine neuen Wege zu finden, seine Einzigartigkeit zu leben, seine Freiheit, Dinge anders zu tun, zu erneuern und Altes, was eben nicht mehr stimmig ist, was nicht mehr zu einem passt, loszulassen. Und das ist ein innerer Kampf, ein innerer Konflikt, der durch zwei besonders intensive Quadrate zu Uranus auch besonders deutlich werden. Das heißt, man hält hier gerne an gewohnten alten Sicherheiten fest und ist deswegen innerlich ein bisschen hin und her gerissen. Aber wir schauen mal, was sich jetzt bei den Steinböcken zeigt. Da sehen wir eine Chance, eine Gelegenheit, die sich dir aktuell hier bietet. Das ist etwas, was hier innerlich aus dir heranreift. Da geht es um Lebendigkeit, um irgendein Projekt oder irgendetwas, was dich begeistert, wo du Feuer und Flamme für bist, wo du etwas erschaffen möchtest. Oder vielleicht auch einfach etwas erleben, etwas unternehmen willst. Vielleicht ist es auch ein Risiko, was du eingehen möchtest. Irgendwas, was dich hier wirklich inspiriert und begeistert. Was hier damit auch zum Erfolg führen kann. Das ist etwas sehr Erfolgversprechendes. Aber ich sehe auch, dass du hier abwägst. Dass du hier wirklich prüfst, dass du so deine Zweifel hast. Dass du hier versuchst, eine faire Entscheidung zu treffen und gerecht auch zu sein. Also das Thema Gerechtigkeit haben wir eben hier, aber auch Balance, Ausgleich, Fairness. Ja, du machst dir sehr viele Gedanken um ein faires Urteil oder eine faire Entscheidung. Du triffst ein faires Urteil. Du beurteilst überhaupt hier eine Situation. Das müssen wir nochmal uns nachher im Kontext anschauen, was das hier zu bedeuten hat. Aber erstmal sehen wir eine Gelegenheit. So, du hoffst hier erstmal auf gutes Gelingen. Also du bist hier sehr in der Hoffnung, sehr zuversichtlich, dass das sich hier gut entwickelt und auch an das Ziel führt, wo du hin möchtest. Und dass das Ganze hier auch zum Erfolg kommt. Der Stern. Erstmal die sehr hoffnungsvolle Haltung, die du hier einnimmst. In deinem Unterbewusstsein findet hier auch gerade ein Wachstumsprozess statt. Also du wächst hier gerade über dich hinaus oder etwas Neues in dir entsteht hier aus dir heraus. Da bringst du etwas zum Wachsen. Da sehen wir auch eine neue Lebendigkeit, die hier so unterschwellig ihren Anlauf nimmt. Du wirst hier fruchtbar, etwas Neues entsteht aus dir. Ein Wachstumsprozess, der vielleicht auch nicht ganz einfach ist, der hier auch ein bisschen Herausforderungen mit sich bringt. Denn so ein Wachstumsprozess, der hat auch immer so ein bisschen Geburtswehen. Aber grundsätzlich sehe ich, entsteht hier etwas Neues, ganz im Stillen. Ja, und da sind diese Ängste, die vorhin rausgesprungen sind,
im Vorfeld sehe, ich, hat man sich hier viele Gedanken gemacht, oder hattest du hier viele Ängste oder auch Unsicherheiten, alte Muster, die sich hier vielleicht gezeigt haben, sehr unbewusste Themen auch, die hier an die Oberfläche gekommen sind. Also man hat sich hier möglicherweise sehr viele Gedanken und Sorgen um etwas gemacht oder war hier sehr ängstlich. Und jetzt kommt das Gericht. Jetzt kommt das Gericht. Ja, also das ist eine ganz wundervolle Erfahrung, was wir hier sehen. Also du, das ist ja die erste Zukunftskarte. Du wirst dich hier befreien. Du wirst dich von deinem bisherigen Los befreien lassen. Du wirst vielleicht eine tiefe Einsicht, eine tiefe Erkenntnis bekommen. Du wirst erlöst werden. Es ist die Erlösung, die Befreiung, die Erleuchtung. Vielleicht hast du wirklich so ein inneres Erwachen, ja, dass du sagst, wow. Warum habe ich das nicht immer so gesehen oder nicht immer so gemacht? Oder du verstehst plötzlich alles und fühlst dich hier wirklich erleichtert, weil irgendeine Last auch von dir abfällt, also die Befreiung, die Erlösung. Ja, und du bist hier auf dem Narren, also du gehst hier ganz, tatsächlich gerade wirklich einen ganz neuen Weg. Du öffnest dich hier für ganz neue Möglichkeiten. Das Ass der Stäbe ist hier wirklich Programm. Das ist ein neues Lebensgefühl, eine neue Inspiration, eine Eingebung, irgendetwas, was jetzt hier, was du wirklich neu entwickeln möchtest, ein ganz neuer Weg, den du gehst. Etwas, was dir wirklich entspricht, was dich begeistert, wo du ganz dabei bist. Ja, das ist auch wirklich so eine Unvoreingenommenheit. Also du machst die hier auch wirklich, sehe ich, nicht wirklich große Sorgen mehr. Ich sehe, dass du ganz im Vertrauen bist und einfach hier deiner Intuition folgst, deinem inneren Wissen, deinen Instinkten. Und unabhängig davon, was andere hier davon halten, gehst du hier deinen Weg und machst hier dein Ding. Also ganz im Sinne von Uranus, Wassermann. Ja, und es geht hier schon darum, auch Werte zu kreieren oder auch in die Stabilität zu kommen. Oder seine Grenzen zu schützen. Also ich sehe hier auch vor allem, dass du dich mit Werten auseinandersetzt, dass für dich bestimmte Werte hier ganz wichtig sind oder du daran arbeitest. Es kann auch sein, dass du hier einfach sehr geduldig bist und sehr ausdauernd und beständig in deinen Bemühungen. Ja, und ich sehe dich hier auch, also die Königin der Münzen, ne, die ist sehr in ihrer Ruhe, in ihrer Kraft, die genießt, die ist in ihrer Fülle, in ihrer Stabilität und die arbeitet auch an ihren Werten, an ihrer Fülle, an ihrem Reichtum. Die ist sich ihres Reichtums bewusst und hat auch einen sehr hohen Selbstwert. Es kann auch sein, dass du hier auch wirklich in deinem Selbstwert hier bist oder daran. Ja, doch. Das ist natürlich auch das Umfeld, das könnten jetzt auch äußere Einflüsse hier noch sein. Kann auch sein, dass du hier ein sehr stabiles, verlässliches Umfeld hast, was dich hier auch noch unterstützt. Ansonsten sehe ich hier einfach Geduld und Beständigkeit und Ehrgeiz auch. Und hier kommt die Vier der Kelche. Die Vier der Kelche, das ist eigentlich jetzt so diese Energie, wo man unzufrieden ist oder einer Sache überdrüssig, wo einem irgendetwas hier nicht mehr gefällt. Und das ist aber die Position der Ängste, Hoffnung und Wünsche hier. So, also es kann sein, dass du Angst davor hast, dass du hier einer Sache überdrüssig wirst oder dass du dich hier langweilst oder dass du ja zu viel davon bekommst irgendwie, ja. Also das, ich verstehe jetzt nicht ganz, wie das auf dich irgendein Angst Einfluss haben könnte. Vier der Kelche. Das ist man, es ist eigentlich so eine Energie, da ist man wirklich von etwas so ein bisschen angewidert oder man ist auch, manchmal ist man hier auch verstimmt oder schmollt oder ist beleidigt, weil man hier irgendwo angegriffen oder verärgert wurde in irgendeiner Weise. Vielleicht hast du aber auch Angst, dass hier irgendjemand verärgert sein könnte oder jemand schmollen könnte. Das könnte ja sich auch auf ein Gegenüber beziehen. Vielleicht versuchst du hier deswegen fair und gerecht zu sein, um hier jemanden nicht zu verärgern.
Wir schauen mal weiter. Da kommt der Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche steht hier auch wieder für, ja, für Intuition. Du lässt dich hier führen von deiner inneren Stimme. Du öffnest dich deinen Träumen. Du bist hier liebevoll, zuversichtlich, also nicht, eher doch zuversichtlich. Du bist hier vor allem liebevoll und freundlich und offen, versöhnlich. Das ist ja das richtige Wort. Du bist sehr versöhnlich, mitfühlend, verständnisvoll, aber auch euphorisch, vielleicht auch verliebt. Das sind eben einfach Gefühle. Ne? Der Ritter der Kelche steht für die gesamte, für das Gefühlsspektrum auf der positiven Ebene hier. Öffnest dich deinen Visionen, Wünschen, Träumen. Ich sehe dich hier versöhnlich, zugänglich, ja, so zugewandt, könnte man sagen, zugewandt. Ja, vielleicht hast du deswegen hier auch ein bisschen Sorgen oder Gedanken, dass hier jemand ablehnend sein könnte oder von einer Sache hier zu viel hat oder überdrüssig sein könnte. Oder vielleicht hast du auch Angst, wie gesagt, dass du selbst hier da das Glück oder die Fülle nicht erkennst, die hier in dieser Situation liegt. Denn das bei den vier der Kelchen ist es ja immer so, man ist sehr fokussiert auf das, was man nicht will, dass man gar nicht die Chancen, die Fülle und das Potenzial sieht, das da ist. Weil man zu sehr auf etwas fokussiert ist, was man nicht mehr möchte. Und hier geht es eben darum, bei dieser Karte immer eben den Blick auf das zu wenden, was da ist, an Chancen und Möglichkeiten. Und das ist das, was du hier tun sollst. Dich für den neuen Weg, für diese Chance öffnen, ganz klar. Mit Stabilität, Beharrlichkeit, Ausdauer und Geduld. Da möchte etwas Neues entstehen, etwas Neues aus dir wachsen. Es geht um deine Lebendigkeit, es geht um Kreativität und Fruchtbarkeit. Dass du dich und deine Projekte nährst und zum Wachsen bringst. So, unterliegende Energie, da ist der Eremit, da sehe ich dich im Rückzug. Du bist hier vielleicht gerade distanziert oder hast dich hier aus einer Sache zurückgezogen. Du bist in dich gekehrt, denkst nach, bist hier dabei, in dir Antworten zu suchen. In der Einkehr, in der Stille. Zu prüfen, zu analysieren möglicherweise hier. Oh, und da kommt dir die Vier der Schwerter, also eine doppelte Bestätigung, dass du hier gerade wirklich in der Ruhe bist, im Rückzug, dass du hier gerade dich regenerierst und eine Ruhezeit brauchst, dass du vielleicht auch verhindert bist und gerade nicht so richtig kannst. Also es ist wirklich eine sehr starke Rückzugsenergie, die hier von gehemmten Lebensenergien sprechen. Obwohl wir hier eine große Chance, ein großes Potenzial sehen. Du öffnest dich auf jeden Fall für diesen neuen Weg. Vielleicht musst du das erstmal gerade in dir hier alles so ein bisschen sammeln und sortieren, in der Ruhe, in der Abgeschiedenheit, dich regenerieren, zu neuen Kräften kommen, damit, wenn diese Kräfte dann da sind oder der Zeitpunkt gekommen ist, dass du dann hier diese Chance, dieses Potenzial nutzen und entwickeln kannst und dann hier auch für dich einstehen kannst und dich durchsetzen kannst. Das ist hier Willensstärke, Entschlossenheit, Mut, auch sich gegen Kritik durchzusetzen. Und damit hätten wir jetzt möglicherweise auch den Bezug hier zu den Vier der Kelchen. Ja, das ist, vielleicht gibt es ja auch so ein bisschen so eine Angst vor Kritik oder vor Reaktionen anderer. So ein bisschen habe ich hier das Gefühl. So. Wir schauen mal jetzt, was die Orakelkarten hier noch für die Steinböcke für einen Rat haben. Dein Lebensziel, deine Berufung. Ja, du darfst deiner Berufung folgen hier. Dich mit deinem ureigensten Potenzial verbinden. Und das ist das, was ich hier auch sehe mit dem Ast der Stäbe. Das ist dieses Potenzial, das ich jetzt zeige. Diese Inspiration oder dieses innere Feuer, was jetzt hier zur Blüte gebracht werden möchte. So, es geht hier auch um Kommunikation. Es geht darum, klar zu kommunizieren, aber auch fair und gerecht. Und das haben wir mit der Gerechtigkeit. Da haben wir das Thema der fairen, da geht es auch um das Urteilen, um das Beurteilen.
Vielleicht bist du ja auch stark dabei, etwas zu, ja, hier Urteile zu fällen oder etwas vorzuverurteilen. Auch das wäre hier möglich. Dass du versuchst, irgendwo eine Gerechtigkeit herzustellen oder gerecht im Außen zu etwas zu entscheiden. Aber mit den Zwillingen sehe ich, es geht ja auch um die diplomatische und gerechte, faire, harmonische Kommunikation. Aber auch, dass man hier etwas definitiv erstmal zum Ausdruck überhaupt bringt. Wir haben die Mondtiere, den Instinkt. Höre auf deinen Instinkt. Die Instinkte zeigen dir den Weg. Ja, das ist ja auch, was wir hier sehen, ne? Lass dich führen von der Intuition, von der inneren Stimme, die zeigt dir den Weg, die führt dich auf den richtigen Weg. Und deswegen ist es ganz gut, dass du hier gerade in der Abgeschiedenheit bist, dass du hier gerade so ein bisschen dir die Ruhezeit nimmst, um auch deine inneren Gefühle und Impulse und innere Stimme wahrnehmen zu können, dich führen lassen zu können. Ja, weil mit der Gerechtigkeit sehe ich, dass du hier zu viel im Gedanken, im Zweifeln, im Klären, im Urteilen bist, im Abwägen. Da fehlt vielleicht gerade so ein bisschen der Zugang zur Intuition. Mit dem Gericht wirst du befreit, entweder von einer bisherigen Lebenssituation oder von Ängsten, die dich bisher hier blockiert haben. Oder auch von einer Ungerechtigkeit oder einer ungerechten Situation, die hier irgendwie einen Einfluss auf dich hatte oder die dich hier auch ein bisschen daran blockiert hat, hier deine Chance, dein Potenzial wirklich hier zu entfalten. So, für die Steinböcke hätte ich hier gerne noch einen Rat. Ja, da kommt wieder die Zwillinge-Energie, also so wie hier schon. Es geht ja darum, wirklich deinen Geist zu klären. Da geht es bei dieser Karte auch um darauf zu achten, was du kommunizierst, wie du kommunizierst. Ja, also das geht hier um Klarheit, aber auch um eine gerechte, faire Kommunikation. Kenne deinen Wert. Da kommt das Thema Selbstwert. Ne, das haben wir hier mit der Königin der Münzen. Und lass die Kontrolle los. Also zweimal Stierenergie hier. Lass die Kontrolle los und komm in deinen Selbstwert. Also die Königin der Münzen, die ist so ziemlich, steht so ziemlich für diese Stierenergie. Aber auch die Herrscherin, auch die ist Venus im Stier, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und das ist, da geht es wirklich um Selbstwert und auch Vertrauen, dass man die Dinge einfach auch loslässt. Man muss nicht alles kontrollieren, sondern so selbstsicher sein, dass man ja, die Dinge auch einfach akzeptieren und annehmen kann, so wie sie sind, auch wenn sie sich der Kontrolle entziehen. Ich schaue mal, was ist hier noch. Lass die Kontrolle los. Komm ins Vertrauen. Das Vertrauen ist hier, du bist im Vertrauen. Das ist hier wichtig. Vielleicht ist es auch dein Ziel, hier gerade stärker ins Vertrauen zu kommen. Vielleicht möchtest du auch stärker vertrauen. Vertrauen, das liegt auch hier. Also kommen wir mehr ins Vertrauen. Vergebung. Hier geht es darum, etwas zu vergeben, eine Schuld zu vergeben. Entweder dir selbst etwas zu vergeben oder jemand anderem etwas zu vergeben. Irgendwo gibt es hier ein Schuldgefühl bei dir oder bei einem Mitmenschen. Was sind deine Wünsche, Sehnsüchte und Träume? Wonach sehnst du dich? Wovon träumst du? Na, und das darfst du jetzt hier anvisieren. Und das ist auch, was wir mit dem Prinz der Kelche sehen. Diesen Fokus auf die eigenen Wünsche und Träume und Sehnsüchte, für die du dich jetzt öffnest. Geduld.
Ja, Geduld, Entschlossenheit, Ausdauer hier, die Stierenergie, das haben wir hier schon liegen, darum geht es eben auch. Bleib geduldig und beständig. Ja, und hier haben wir jetzt nochmal den Hinweis, weil wir haben ja hier schon das Thema Vergebung. Hier gibt es irgendwo, und deswegen auch die Gerechtigkeit, es macht das auch mehr Sinn. Es gibt hier irgendwo eine Angelegenheit, was ich jetzt hier sehe, in dieser Situation. Da ist irgendetwas vorgefallen, wo du das Gefühl hast, hier ist etwas ungerecht. Jemand hat dir dir ist Ungerechtigkeit widerfahren, weil jemand ungerecht gehandelt hat. Oder du fühlst dich irgendwo benachteiligt. Oder du hast hier irgendein Gräuel. Irgendwo bist du hier nachtragend oder schmolz oder bist hier verstimmt mit jemandem. Das sehen wir auch an den vier der Kelchen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Blockade oder dieses Gefühl oder das, was da vorgefallen ist, dich jetzt daran hindert, diese Chance hier wirklich zu entwickeln. Also dein innerstes Potenzial, dieses Ass hier wirklich zu nutzen. Das heißt, deine Träume hier wirklich umzusetzen, zu verfolgen, deinen Neubeginn zu gehen. Da gibt es irgendein Thema, was dich blockiert, weil du hier möglicherweise über Rache nachdenkst oder irgendwie für Gerechtigkeit sorgen willst. Man nimmt hier so ein bisschen die Situation selbst in die Hand und will selber für Gerechtigkeit sorgen. Aber hier geht es darum, dass man das vergibt. Es geht um Vergebung. Vergib dieser Person oder vergib dir selbst, falls du hier irgendwie schon irgendetwas gemacht hast oder irgendwelche Schuldgefühle hast, egal ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, vergib dir selbst oder diesem Gegenüber. Und lass zu, dass das Leben, dass Gott oder die höhere Welt, die geistige Welt, was auch immer, für Gerechtigkeit sorgt, dass du das nicht hier machen musst. Also du musst nicht den Richter hier spielen, egal was hier vorgefallen ist. Das sind hier Impulse, die ich bekomme, das wird sicherlich nicht auf jeden zutreffen, aber ich denke, wenn das hier so deutlich kommt, wird das hier für einige schon eine Bewandtnis haben. Du darfst etwas vergeben, etwas loslassen. Um dich dann für diesen Neuanfang öffnen zu können. Was lag hier? Ja, die Erlösung. Erlöse dich von diesem Thema. Lass dich befreien von dieser Last. Befreie dich von dieser Last. Das Gericht liegt hier. Das will dich wirklich zu einer tiefen Erkenntnis führen, zu einer Art Erleuchtung, inneres Erwachen. Lass das los. Das Thema, was dich hier, wo du sehr viel im Urteilen und Beurteilen bist, wo du hier irgendwo ein Schuldthema bei dir oder im Außen mit jemandem hast, vergib, lass es los, lass dich davon befreien, befreie dich selbst davon. Ja, und öffne dich für das Potenzial, das da ist, für das Gute, was überhaupt da ist, und sei versöhnlich. Versöhnlich, vergib, richte dich auf deine Träume aus, auf deine Vision. Sei Mitgefühl, verständnisvoll. Arbeite an deinem Neubeginn. Öffne dich für einen neuen Weg. Ja, liebe Steinböcke, das ist es, was wir jetzt hier bisher sehen. Also ich werde hier abschließend noch eine Göttin ziehen. Und da schaue ich mir die Schattenbotschaft an. Da sind zwei. Illusionen und weise Führung sind jetzt gefallen. Okay, dann schauen wir uns die zwei an. Die Illusionen oder die Illusion überhaupt. Maya kommt heute zu dir, um dir Klarheit zu schenken. Was gibt es in deinem Leben für Bereiche, in denen du die Augen verschließt? Jagst du etwas hinterher, das sich dir unaufhörlich entzieht? Willst du unbedingt an etwas oder jemanden glauben, vielleicht weil du ein großes Potenzial wahrnimmst und kommst darüber von deinem eigenen Weg ab, indem du deine Macht abgibst? Deine Heilungsaufgabe lautet, deinen Mut zusammenzunehmen und die Dinge so zu sehen, wie sie sind, anstatt so, wie du sie gerne haben möchtest. Sei aufrichtig mit dir selbst. Maya versteht die Verführung, die darin liegt, an die Illusion der Getrenntheit zu glauben. Schließlich ist sie es, die Illusion des isolierten Selbst geschaffen hat.
Sobald die Illusion schwindet, steht es dir frei, einen anderen Weg zu wählen, der dich auf einen anderen Pfad zu begeben und mit anderen Menschen tiefe Verbindungen einzugehen. Jetzt ist ein perfekter Zeitpunkt, um einen prüfenden Blick auf dein Leben zu werfen, auf die Art, wie du liebst, woran du glaubst, wem du folgst, warum du dich für das Leben entschieden hast, das du jetzt führst. Wenn Maya erscheint, um Illusionen und Täuschungen aufzulösen, ist das ein sehr glückliches Zeichen. Also es geht darum, ja, sich aus einer Täuschung und Illusion zu befreien. So, und dann schauen wir mal. Ja, es geht ja auch darum, auf deine tiefsten Sehnsüchte jetzt, wie gesagt, auch zu hören und diese wahrzunehmen, diese Wünsche, deine Träume, das sehen wir ja hier auch mehrfach und das kommt ja auch nochmal bestätigt, um für dich selbst ein besseres Leben zu erschaffen. Mit Klarheit und geleitet von in deiner Intuition. So, und jetzt die weise Führung. Es ist nicht zu deinem Vorteil, jetzt allzu forsch und entschlossen voranzugehen. Wenn du befürchtest, einen Fehler zu machen und Bedenken hast, dich bloßzustellen oder andere zu enttäuschen, dann betrachte diese Zeit als eine Gelegenheit, dich zu sammeln und die Einzelheiten zu erwägen. Epona weiß, dass nicht alle Wege dazu bestimmt sind, erkundet zu werden. Nicht alle Schlachten sollen geschlagen werden und nicht alle Gelegenheiten erweisen sich als günstig. Hüte dich vor der Tendenz, dich zu übernehmen. Du bist schon weit auf deinem Weg gekommen und gerade die besten Wegführer wissen, wann es heißt, eine Pause einzulegen. Deine Aufgabe ist es nun, dir Zeit zu lassen, tiefe Atemzüge zu nehmen und vollkommen darauf zu vertrauen, dass Epona dich leiten wird, wenn die Zeit zum Handeln gekommen ist. Handelst du aber verfrüht, aus Angst, aus Unsicherheit oder auch aus der Überheblichkeit, wirst du dabei nur ausgleiten auf deinem Weg und den Halt verlieren. Sei guten Mutes, dies ist der perfekte Zeitpunkt für eine Auszeit, um zu sehen, was Epona wirklich mit dir im Sinn hat. Das Göttliche bewahrt und beschützt dich, während es für dich heißt, abzuwarten. Ja, das Abwarten haben wir ja hier ganz deutlich. Und wir haben auch den Eremit und die Vier der Schwerter. Also das ist wirklich eine Zeit, abzuwarten und auf die innere Stimme zu hören, die innere Führung und deine Auszeit zu nehmen von einem zu viel, zu schnell Wollen und Handeln. Und es gilt jetzt, dich mit einem Gefühl der Gewissheit und einem positiven Selbstbild in die Welt zu begeben. Du hast alles, was nötig ist. Du kannst alles erreichen, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest und wirst feststellen, dass es dir leicht fällt, das Nötige zu tun, um deine Vorsätze Gestalt annehmen zu lassen. Mit der Art und Weise, wie du deine Erfolge handhabst und selbst damit, wie du mit Fehlschlägen und Verlusten umgehst, wirst du zum Vorbild für andere auf ihrem Weg. In dir ist die Weisheit am Wachsen, indem du dir selbst treu bleibst und die Begeisterung für die Sache nicht über Integrität und Bescheidenheit stellst, entwickelst du wahre Führungsqualität. Ja, jetzt denke ich, haben wir hier ein ganz rundes Ende gefunden. Das ist, was ich hier heute für dich sehe, für die Steinböcke, was ich hier dir mitgeben kann zu diesem Neumond. Ich hoffe, du konntest hier auch etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.